Die Stadt von morgen ist eine Stadt voller Informationen. Smart Cities sind leistbar, nachhaltig, sicher, innovativ. Smart Cities sind auch wettbewerbsfähig. Darum planen und bauen visionäre Akteurinnen Smart Cities heute. Smart Cities Initiative des Klima- und Energiefonds. Leitprojekt Smart City Oberwart. Loadshift Oberwart. Eine unserer Zielsetzungen ist es, jene Systematik, die wir im Zuge des Projekts Loadshift oder Smart City Oberwart entwickeln, so zu gestalten, dass es auch duplizierbar auf andere Städte in Österreich ist. Wir haben namhafte Firmen der Region mit dem Projekt, worauf wir stolz sind, wie Stahlbau Unger, Energie Burgenland, Siemens, Abwasserverband, Wasserverband. Als produzierender Industriebetrieb am Standort Oberwart ist Energieeffizienz für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sind zum einen Verbraucher von Energie für unsere Produktionsanlagen, für die Schweißgeräte und für das Licht. Und zum anderen erzeugen wir Energie über unsere Solaranlage und speisen die ins Netz wieder ein. Anfänglich hat sich das Ganze sehr, sehr einfach dargestellt. Jedoch hat sich gezeigt, dass ein straffes Projektmanagement notwendig ist, um alle Verbraucher und Erzeuger wirklich in Einklang zu bringen. Wir sind nicht nur mit dem Biomassekraftwerk, das man hinter mir sieht, in diesem Projekt Teil- und Projektpartner, sondern auch mit verschiedensten anderen Themen, wie beispielsweise der Netz Burgenland, wo wir die Verschiebung von Akteuren sehen, die Verschiebung der Rollen der Akteure. Beispielsweise speisen immer mehr Nutzer auch in das Netz ein, das heißt gemeinsam mit dem Kunden in die Zukunft gehen. Dabei ist die Digitalisierung wichtig, dabei ist es wichtig, auch Energiemanagement und Lastmanagement mitzudenken. Diese Themen sind ja im Smart City Oberwart Projekt abgebildet. Wir als Oberwarter Siedlungsgenossenschaft haben vom Land Burgenland den Auftrag erhalten, ein Gebäude zu konzipieren, das in besonderer Form auf Energietechnik, auf Energieeinsparung ausgerichtet sein sollte, weil wir uns in das Gesamtkonzept der Smart City Oberwart einbinden haben lassen. Um Klimaziele zu erreichen, gilt es ja primär, viele unterschiedliche Einrichtungen miteinander zu verbinden und von der Ferne aus zu steuern. Und so sind wir als Telekommunikationsbetreiber hier angetreten und wollen einen entsprechenden Beitrag leisten. Wir als Siemens haben im Projekt Loadshift Oberwart die Aufgabe, ein virtuelles Kraftwerk umzusetzen. Kern der Aufgabe dabei ist, erneuerbare Energien maximal in das Gesamtumfeld einzubringen und aufzunehmen. Wie wir wissen, ist Sonne und Wind nicht immer auf Knopfdruck verfügbar. Und wir können aber, wenn eine direkte Kopplung von Erzeugung und Verbrauch nicht möglich ist, auf Pufferspeicher zurückgreifen. Nachdem wir hier so viele unterschiedliche Aggregate haben und nicht immer den gleichen Strombedarf, ist es wichtig, die Lastverschiebung zu erkunden, um zu schauen, ob es nicht Zeiten gibt, in denen ein anderer Partner von uns Strom übernehmen kann oder wir von dem Partner Strom übernehmen können und das zu einem internen Tarif. Der WVSB wird hier sicherlich eine Schlüsselrolle dazu spielen, denn stellt man sich vor, dass bei großer Hitze auch großer Wasserverbrauch vorherrscht, so können überschüssige Energien jederzeit durch ein intelligentes System abgenommen werden. Die Wasseraufbereitung ist eine sehr komplexe Aufgabe, wenn man bedenkt, dass bis zu 7-mal gepumpt werden muss, bis das Wasser beim Endkunden aus dem Wasserhahn fließt. Ich denke, dass es Visionen und Ziele bedarf, um das Energiesystem von morgen zu definieren, zu formen. Und wir haben hier in Oberwart eine Idee entwickelt, wie wir versuchen wollen, ein gebäudeübergreifendes Energiemanagementsystem für Wärme und Strom zu entwickeln. Und ich bin sehr glücklich, dass der Klimafonds hier dieses Potenzial erkannt hat und das Projekt unterstützt.